Im April 68 kam es zur Volksabstimmung über die neue sozialistische Verfassung. Wie haben Sie das denn in Erinnerung? Das war 68, ja. Ja, ich habe das in Erinnerung, dass also die Verfassung doch sehr starke Einschnitte in das Leben hineinbringen würde. Denn es war sozusagen der Aufbau des Sozialismus und es war die ganze Linie völlig klar und es war die deutliche Abkehr von jeder Vorstellung einer Wiedervereinigung und so weiter, die da drin eigentlich enthalten war. Und viele von den Älteren, das weiß ich auch aus meiner Verwandtschaft, fielen damals durchaus in eine gewisse Resignation und sagten, ja, wir werden jetzt sozusagen Anhängsel der Sowjetunion und es bleibt uns weiter gar nichts übrig. Helfen tut uns keiner. Das war eigentlich die Meinung, die dazu kam. Aber was wollte man an Widerstand leisten? Waren Sie wählen? Ja. Und Sie haben abgestimmt? Ja, Das. offen. Man musste ja offen abstimmen. Was blieb einem übrig, ja? Es wurde ja jeder registriert, nicht wahr? Also es war eine Farce. Und jeder wusste, das Ergebnis stand vorher fest, wie alles später bis zur letzten Wahl, dann 89, wo dann endlich herauskam, wie schlimm sozusagen die Fälschungen waren. Ja. Das wusste auch vorher jeder, dass gefälscht wurde. Aber damals hat sich noch keiner getraut, sozusagen diese Fälschung offenkundig zu machen. Wobei ja das Ergebnis bei dieser Abstimmung schlechter ausfiel als sonst. Sonst, ja, aber das hatte man ja, glaube ich, so einkalkuliert. Ich denke, man hat bewusst etwa, ich glaube, es waren, glaube ich, 5% anders, ja, ich weiß nicht mehr genau, ja, gesagt, na, es den Anschein zu geben, es hat eine reale Abstimmung gegeben. Ja. Haben Sie denn überhaupt an das Ergebnis geglaubt oder? An die Ergebnisse hat niemand geglaubt. Also, was heißt niemand? Also, viele haben nicht daran geglaubt. Ja. Welche Themen waren Ihnen denn besonders wichtig in dieser Volksabstimmung? Gab es etwas, wofür Sie sich besonders interessiert haben? Sie haben gerade erwähnt, das Anhängsel der Sowjetunion zu werden. Ja, das war der Eindruck, nicht wahr? Es wird der Sozialismus aufgebaut und es sind eine sozialistische Union, eine Nation und so weiter. Ja, es war eben so, dass man ja die ganze Welle der Enteignung, ob das die Kollektivierung der Landwirtschaft und so, das hatte man ja alles schon erlebt und es war alles schon eigentlich Geschichte eigentlich in dem Sinne und so, dass man von weiteren unmittelbaren starken Veränderungen eigentlich nicht ausging.